Warte mal kurz. So, wir ja da. Ich bin nicht scheu. Na, wo ist mein Fahrer? Ah, hier. So, ich hab jetzt meinen Biker ausgewählt. Tanks 08, Chaiton. Ah, nee, 44 hat auch nicht so richtig Sinn gemacht. Ich hab das wegen YouTuber gemacht. Machst du jetzt Livestream mit Webcam? Bin ja mal gespannt. Ja, das hast du mir auch geschrieben. Hier. GLB Gaming. Ah, du hast dein Profil jetzt geändert. Ey, bei mir hast du gar keinen. Ah, doch, da. Ah, da unten. Oh, ihr fahrt alle schon los. Danke, dass ihr alle schon losfahrt. Aber mein Motorrad ist krass im Beschleunigen. Warum ist hier noch einer? Ist der auch mal reingekommen? Achso, habe ich nicht mitbekommen, sorry. Gerade gesagt, wir fahren Fahrrad. Oh, ey, ich habe gerade Stream nachgeguckt, ja. Ihr hier? Doch, ich hatte schon zwei Unfälle. Hier. Ach, der Typ ist da schon wieder. Mit dem haben wir doch Ketzer Joe gespielt. Alles klar, Leute. Einfach so ein aktiver Zuschauer von dir. Immer wenn du live gehst, dann kommt der online. Ich bin's nicht. Mein Handy ist gerade ausgemacht. Wunder. Jetzt redet der schon wieder Englisch. I'm one Platz. Oder was heißt Platz auf Englisch? Ich bin erster Platz. First place. Ja, man sagt gar nicht one, sondern first. Ja, macht Sinn. Wo geht's hier lang? Die Richtung? Ja. Jeff, mein Motorrad ist ganz schön schnell, ne? Das merkt man, finde ich. Von der Beschleunigung her? Krank gut? Beschleunigung ist, wie schnell es losfährt. Von wenn es steht und wie schnell es dann wieder losfährt. Und Geschwindigkeit ist halt, wie schnell es generell fährt. Höchstgeschwindigkeit. Langer Strecke. Bist du hinter mir oder wer ist das? Bist du das hinter mir? Ich sehe es nicht. Oh, ich bin gedriftet. Alter, bin ich gerade gedriftet. Hast du jetzt ein Live-Chat? Ja, ne? Ja, ich weiß, aber das hat sich so angehört, als hättest du den noch nicht, aber du wüsstest, wie man den. Ich hab einen Unfall gebaut. Jetzt kann ich sehen, ob du das bist.
Bist du das hier? Ah, das bist du. Siehst du mich? Ja, gut. I can see you. I can see your voice. Was soll das? So eine Fernsehserie, da denke ich mir auch nur so, ja, wahrscheinlich können die meine Stimme sehen. Genau. Team, okay, ich fahr einfach außen lang. Oh, schade. Na, ich bin an dir vorbeigezogen. MXGP, was ist das für ein Spiel? Ach so, lol. Echt? Das ist das Spiel? Ja, ich weiß. Stimmt. Perfekt, Jeff, danke. Ich dachte, wir wären ein Team. Und dann kamst du nicht so gemein weg. Okay, wenn das so ist. Wenn das so ist, dann tschüss. Und schreibt deswegen nicht rein, dass es der Englische ist. Genau. Mein Handy ist aus. Ich kann es wirklich nicht sein. Ach, ich wollte es weghaben, weil ich gesehen habe, dass du kommst von innen. Ich glaube, ich habe... Jeff, weißt du eigentlich, was Rückbremse ist? Hinterradbremse? Hä? Wer? Wie kommst du denn hier her, Jeff? What the fuck? Wie kommst du da gerade her? LB ist, Das ist Hinterradbremse. Links das obere. Da wo man bei... Was macht man da bei Rocket League? Keine Ahnung. Lol. Komm jetzt, Motorrad, zeig, was du kannst. Deswegen habe ich dich gekauft. Boah, geil. Diese geraden Strecken, Alter, ich liebe das. Dieses Motorrad macht das viel Spaß, aber richtig viel Spaß. Kann ich hin und her fahren und mein Motorrad wird nicht langsamer. Nein, ich habe es gekauft. Du kannst auf Anpassung gehen und dann kannst du dir Motorräder kaufen. Dann kannst du von denen auch die Farben machen, aber dann musst du dann die Farben natürlich auch kaufen. Und ich habe jetzt erstmal mein Motorrad gekauft und als nächstes werde ich meinen Menschen verändern. Also ich habe jetzt mein Motorrad auch so orange gemacht. Ich bin der orange-rote Blitz. Oh, erst wollte ich grün-orange machen, das sieht auch richtig geil aus. Aber ja, dafür war mein Motorrad nicht richtig angepasst. Das Hauptding kannst du nämlich nicht so leicht ändern. Er ist hingefallen. Manchmal verstehst du nicht, was du sagst in Deutsch? Mittlerweile finde ich dein Deutsch gar nicht mehr so schlecht, weil ich einfach dran gewöhnt bin. Ich finde da fast keine Fehler mehr, weil ich da gar nicht mehr so drauf achte. Früher habe ich immer, okay, da hat er jetzt einen Fehler gemacht, da hat er jetzt einen... Aber... Naja, aber auch nicht doll. Aus Spaß sage ich manchmal was so, wie du es sagst, aber
Nee, das sage ich auch nicht in deiner Anwesenheit. Das sage ich meinen Eltern, um die zu veräppeln. Ich bin ein Apple. Doch. Manchmal rede ich schon über dich. Woher sollte mein Vater sonst wissen, dass ich mit dir spiele und so weiß? Der weiß das ja alles und das. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dir das beschreiben kann. Aber irgendwann habe ich. Irgendwann hast du mal gesagt, dann kannst du mir deinen Vater, dann kann ich mit dem mal reden. Und. Oh, okay, du hast nicht Vater gesagt. Oder hast Vater. Egal. Also, wie man nicht Vater gesagt. Ich mag diesen deutschen Dialekt nicht. Vater. Ich hab Vater gesagt, Olle. Ich sag auch zu meiner Mutti, nee, nie Mutter. Ich sag immer Mutti. Ich glaube deswegen. Das ist immer noch so geil. Mutter ohne Vater. Aber wenn jetzt hier irgendeiner zuguckt, dann denkt sich so, ah, alles klar. Oh, Alter, ich hab gerade komplett die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren und hab dann aber noch. Oh, ich war die ganze Zeit Erster, oh. Hab gewonnen, Jeff. Ja, du musst schnell ins Ziel kommen, sonst hast du noch 15 Sekunden. Sehr weit. Oh, guck mal auf die Zeit. Jeff, dieser Husqvarna, das ist ja die Firma, die macht diese Sägen. Und ich habe gestern davon eine Werbung gesehen, habe zu meinem Vater gesagt, ist das nicht diese Firma, die auch Sägen macht? Aber das war halt von einem Rasenmäher, die machen Rasenmäher. Das ist klug. Bereit, Alarm bereit. Ah. Die alle für 5 Minuten abstimmen, Alter. Schnell, kurz, mittel, realistisch. Lol, in echt fahren die 30 Minuten? Hält das Motorrad überhaupt so lange durch? Man weiß es nicht. Warum wird keiner für irgendwas? Nein, hier, ja genau. Nee, ja, ich habe für das gestimmt, was wir gerade eben gespielt haben. Das genau, das was gewonnen hat. Jeff, siehst du was, wenn was im Live-Chat steht? Ein
ich das überhaupt mit? Ich hab in deinem Live-Chat geschrieben. Ich find's nervig, dass man hier dreimal bereit drücken muss. Das nervt voll. Oder viermal sogar. Ja, und dann sind die LAN. Aber ist ja auch verständlich. Ist ein sehr großes Spiel. 20 GB, das ist schon ordentlich. Teil das einfach. Oh, es geht los. Oh, ha, guck mal, wie ich wegziehe. Tschüss, Sikorsky, Leute. Oh, verdammt, ich nehme die Kurve, scheiße. Scheiße, ist das scheiße. Alter, der eine hat voll das krasse Balk. Hä, was haben. Guck mal, die. Was haben die für krasse Balks da vorne, die ganz vorne? Sehen voll krass aus. Haben die überhaupt Reifen, die Bikes von denen? Sieht voll so aus, als hätten die das nicht. Perfekt, danke, dass mich alle überholen. Alter, deren Bikes haben. Ja, du bist nicht der beste Fahrradfahrer. Oh, wieso bin ich denn so weggedriftet? Leute, hier, das bin ich vor Jeff. Yay. Creeper. Oh, man. Falls irgendwer zuguckt, schreib mal bitte, ob du Minecraft kennst. Minecraft ist cool. Alter. Ey, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so dämlich ist und so dämlich und komisch. Das sieht so komisch aus, wenn ich von der Strecke fliege, ne? Das sieht echt komisch aus. Naja, geht. Ich habe letztes versucht, mein Nintendo darauf YouTube zu machen, Digga. Ich muss mich anmelden auf E-Mail-Adresse, Digga. Ich muss zack, zack. Das ist fünfmal so kompliziert wie auf einem Handy oder auf einem PC, sich da anzumelden, Alter. Da musst du 10-mal bestätigen. Weiß ich, kann man. Kann man auf einem Handy, also man kann gehackt werden, ja, aber kann man noch selber auf einem Handy hacken? Ich meine, abgesehen davon, dass du ein Virus hinterlegen kannst, das kannst du auch auf dem Handy. Aber du kannst, kannst da jetzt nicht auf andere Daten zugreifen, wenn die geschützt sind, weil dafür brauchst du ein Nebenprogramm und mit diesen. Jeder Mensch fragt sich gerade, wieso ich mich damit so auskenne. Ah. Jeff, alle fragen sich gerade, warum ich mich mit Hacking so gut auskenne. Perfekt. Dann sag was oder sag nichts, ist auch gut. I cannot speak English. Ja, speak English ist doch fast das gleiche. Spreche Englisch. English, I'm no speak. Ja. Was laber ich hier? Ja.
Perfekt, ich kann nicht mehr. Ah, doch, hier, ich kann darüber reden. Oh, verdammt, ich komme von Kursarbeit. Du. Alter. Mein Dude hier, Alter. Whee. Muss zugeben, ich habe vorher mit meinem Dude hier noch nie gespielt. Also außer davor jetzt die Runde. Und davor habe ich habe den gekauft. Dann hast du mich gleich angerufen. Ich habe den dich angerufen, nachdem ich ihn mir gestaltet habe. Also was ich blöd finde, hinten auf der Nummer kann man nicht 08 schreiben, man kann nur 8 schreiben. Voll kacke. Du hast dann 9 stehen gehabt. Also. Ich verstehe es auch nicht. Es ist alles. Ganz alles. Ey Leute, ich glaube, ich sollte mal streamen. Ich sollte mal nicht mehr. Also, seht hier die ganze Zeit nicht ganz so gutes Gameplay. Nein. Spaß. Spaß, Leute, Spaß. Perfekt. Ich bin noch gar nicht jung, ich bin doch schon voll alt. Alter, ich bin gerade an der Wand gefahren und hätte mich fast wieder auf meinen zwei Rädern gekriegt. Jeff, überrunden die dich eigentlich auch? Oder? Sind die so ey, du bist direkt hinter mir, kann das sein? Ich bin 5. Platz. Und direkt hinter mir ist ein weißer Punkt. Jetzt muss ich hier aber Gas geben. Was für ein Pick? Okay. Jeff, springst du gerade? Ja, springst du gerade über so einen Berg? Ah, dann bist du der hinter mir. Der hat gerade gestoppt. Und fährst du jetzt um eine Kurve? Ja, dann bist du das. Ah, ich bin der weiße Punkt. Beziehungsweise für mich der orangene Punkt. Leute, Trick 17. In die Kurve von außen nach innen reinfahren und dann wieder nach außen raus. So fährt man perfekt Kurven. Ja. Habe ich beim Rennspiel gelernt. Also wenn ich mir das so überlege, ich habe eigentlich ungefähr, naja, ich bin eigentlich mit Rennspielen bin ich groß geworden. Ich habe nie was anderes gespielt. Oh, verdammt. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich daran lag. Ja, ist ja aber auch. Ja, ist ja auch logisch. Da kann man einfach so eine Schimpfwörter und so reinschreiben, ist logisch. Aber für Kinder heißt ja auch nur, dass man das, jetzt nur YouTube Kids, auf dem kann man es nicht gucken.
sonst kann man das ja auch gucken und es gibt wenig Kinder, die YouTube-Kids haben. Gehe ich jetzt mal so von aus. Jeff, die haben sich überrundet oder überrunden dich gleich, Jeff, diese Tittern hier. Merkst du? Oh, wow. Warum schießt du? Den Spiel ist Schießen verboten. Ja. Hä? Stimmt. Hä? Hä? Ah. Ja, ich hab ein schlechtes. Ja, Bestzeit. Hä, nee, aber Bestzeit bist du ja schlechter als ich. Bestzeit warst du doch gerade schlechter als ich. Ich bin verwirrt. Let's get struggle. Oh. Ey, der eine Zuschauer war Jojo. Jojo, falls du das siehst. Moin Meister. Ja, er hat's auch geliked. Ja, ich hab ihm das geschickt. Ja, mittlerweile guck ich zu. Er nicht mehr. Nein! Ich hätte breit drücken müssen. Deine Haare sind nicht gekämmt. Haare, was für Haare? Ich mag Haare. Jeff, dir geht's so wie mir. Wir haben unsere. Ich sehe das, was du gerade gemacht hast in deinem Stream. Sieht man nicht. Dann streichst du deine Haare. Was schiebst du denn da für Grimassen? Aber er hat gewonnen. Ja, ich bin nur einmal. Aber ja, ich sehe es. Zweiter Zuschauer. Aktiv. Wie einfach keiner im Regen spielen will. Doch, hier, ich will im Regen spielen. Nein, ich will doch nicht im Regen spielen. Ja. Was? Rein theoretisch schon. Perfekt. Meine Mutter war im Stream, aber hat sie nicht gehört. GG's. GG's! Mutter holt den Vater von die Zecke. Zeche.
nicht schwarz sehen kann. Aber was soll ich sagen? Ich bin einfach ein Profi. Wahrscheinlich bin ich ein Profi, oder? Ich bin der große Loser. Ja. Jetzt guck mal auf dein Profil hier. Aha, hier. Okay, hier. Ah, es geht los. Ich hab da null drauf geachtet. Aber ich bin schneller als die anderen, wenn ich will. Jeff, die Map hast du schon so oft gespielt und das hast du noch nie dabei gesehen. Und ich zieh weg. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Mein Handling ist halt jetzt schwerer, aber dafür, wenn ich jetzt, beschleunige ich halt schneller. Ich bin schneller weg. Wenn wir gleichzeitig Gas gegeben hätten, dann wäre ich direkt zum Anfang der Erste gewesen. Wahrscheinlich, wenn sich die andere nicht auch so einen Ball gekauft hat. Ey, drängelst du hier? Drängelst du hier? Bist du Dritter? Oh. Der eine hat ganz schön gedrängelt hier gerade bei mir. Ja, ich habe gerade keinen Lauf mehr hier. Mein Motorrad muss man Grip kriegen. Jetzt hat's Grip. Jetzt geht's ab. Oh, ey, Jeff, das ist ja richtig cool. Man merkt es so ein bisschen, erstens im Controller. Merkt man, wenn man so wegdriftet. Und man sieht es auch so ein bisschen. Und dann muss man direkt reagieren. Man sieht so ein bisschen, dass man so wegrutscht. Das ist cool. Nein, du kommst. Oh, ich hab's gesehen. Also ich hab's jetzt nicht gesehen, aber auf der Karte. Ich will die ganze Zeit sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Aber bitte schreibt mal in die Kommentare, macht ja eigentlich so gesehen gar keinen Sinn. Alter, war das geil. Oh, Alter, hätte ich mal meinen Stream an, das wäre so geil ausgesehen hätte. Hätte Fahrradkette tun machen sehen. Das bin ich. Also meine Bremsen hier funktionieren nicht, oder was? Euer Bremste! Ihr habt euer Bremst! Gebremst hab ich! Gebremst! Ich hab gesagt, gebremst, ja. Nicht jetzt hier irgendwas anderes da rein imitieren, weil das... ey, du holst mich hier auf hier, geht aber gar nicht! Ja, du musst deine Musik ausmachen. Ich weiß, du musst die Musik von dem Spieler machen. Copyright Strike ist blöd. Dann kannst du für ein paar Tage keine Videos und kein Livestream mehr machen. Oder du wirst komplett gebannt. Naja, hast nur zwei Abos, die kriegst du schnell wieder. Also das eine davon ist mein Abo. Ich hab 5 Abos. Die krieg ich nicht so schnell wieder. Das ist viel, viel mehr. Nein, das ist nicht. Ja, einer davon bin ich. Und einer ist entweder Jojo oder...
Ich sag Jojo, ich weiß nicht, ob ich seinen echten Namen sagen darf. Jojo, falls du das siehst, schreib mal in den Live-Chat rein, ob ich deine echten Namen sagen darf. Jojo is back! Oh, ich fahr hier gerade so clean, ne? Und da habe ich jetzt den Bogen raus bei dieser Jeff, wenn man kurz vor dem Anfang ist und da kommt so diese ganz starke Kurve da. Da habe ich voll den coolen Trick jetzt rausgefunden. Wie man da richtig leicht. Ich mache Hinterradbremse, scheuer dann so rüber und dann flieg ich, komme aber so auf, dass ich gleich volle Pulle durchdrücken kann und ich dann wieder in die richtige Richtung fahre. Und ich bin gerade wieder an so einem Schild entlang gefahren. Sein Live-Chat ist tot. Ah, nee. Das ist gar nicht. Dieses LB ist Allradbremse. Nicht Hinterbremse, ist Allradbremse. Was? Nein, es gibt keine Hinterbremse, oder? B? Ne, wenn ich B drücke, dann mache ich einen Gang hoch. Jeff, LB ist Allradbremse. Und das da drunter, da wo man bei Rocket League zum Beispiel rückwärts fährt, das ist, Vorderradbremse. Irgendwie eine Vorderradbremse, wenn es eine Allradbremse gibt. Unnötig. Ah ne, für deinen Kurventrick da. Ey Jeff, du bist ja schon Fünfter. Ja. Very good. Aber du wurdest noch nicht überrundet. Alter, ich hab einen Trick, der ist so krank, darf ich dir nicht verraten. Sonst sagt das FBI, Shaitan, nee, das war's mit dir. Der so krass ist mein Trick. Ja, bald werde ich das Spiel auch streamen. Nicht mehr lange, dann streame ich das Spiel. Ich muss nur erstmal ein bisschen reinkommen, ich will jetzt nicht hier so streamen, wie ich hier mega schlecht in dem Spiel bin. Ich möchte schon ein bisschen was drauf haben. Also ich denke mal so, spätestens in der nächsten Woche werde ich das Spiel streamen. Buddha! Auch schon in der Woche, aber dann muss ich echt abgehen. Jeff, außerdem müsstest du dafür, um zu sehen, was ich mache, müsstest du meinen Controller für sehen. Müsstest du meinen Controller einblenden. Oh ja, das gibt es ja, diese Controller-Tasten, dieses. GoPro, wie so eine GoPro. Ich brauche doch keine Unterwasserkamera.
Ja, das stimmt, aber GoPro hat nicht so einen guten Ton. Das ist halt eigentlich eine Unterwasserkamera. Hat jetzt nicht den besten Ton. Ja gut, das stimmt. Das ist true. Das ist true. Alter, wie geil ich gerade da rumgedriftet bin. Ich weiß nicht, muss ich noch machen? Aber ich denke mal schon, dass ihnen das... Ich weiß nicht, ob ihnen das gefällt. Es sieht sehr spaßig aus, also vielleicht... Ich fand auch, wo ich das gesehen habe, das sah cool aus. Es ist auch ein richtig funny Game. Ein wird halt... Es gibt... Also... Fun Game... Ah ja, ich sage immer funny Game, ne? Sorry. Sorry! Fun Game, Fun Game. It's a very fun game. Nee, wenn man sagt, it's a very, dann heißt es nicht, it's a very fun game, sondern da sagt man dann, it's a very funny game. Oder? So. Nee, dann ist es a very fun game. Letzte Runde, Dev. Letzte Runde. Da hier gleich schon der Timer aufploppen wird. Jetzt. Da jetzt schon der Timer aufploppt, muss ich mich hier mal beeilen. Ich zweifle zwar, dass ich das schaffe. Ich kann es probieren. Ja, ich weiß, das ist, wenn der erste im Ziel ist, müssen die anderen es schaffen, um 30 Sekunden ins Ziel zu kommen. Hat der gerade geredet? Der Dude? Oh, ich fahre hier gerade so clean, ne? Und jetzt ist die Runde zu Ende. Ey, ich bin so clean gefahren. Kann keiner was sagen gegen. Level 16, Jeff. Welches Level bist du? Es kommt so ganz am Anfang. Ich kann ja mal... Oh, warte mal. Warte mal. Sehe, wie du fährst. Ich will den Timer sehen. Wo kann ich sehen? Muss dafür A drücken. Drückst du ein Ja? Nee, jetzt nicht. Nee. Gerade hat es mir nichts gebracht. Oh, mal gucken. Ah, du bist auch Level 16, glaube ich. Ja. Ja, das meinte ich und das wollte ich sehen, aber da hat man. Bei mir kann sowas Goldenes hindern. Jojo hat mir eine Sprachnachricht geschickt, ich müde mich mal kurz. So. Was spielen wir für eine Map? Die Map, okay. Oh nee, ich finde die Map ja geil. Obwohl, ich will für die. Lommel, ja, nee, jetzt will ich für Lommel. Ja, mich. Okay, ich lasse.
Du hast deine dritte Medusa. Mit dir kommt irgendwas nur keine Rettung. Was? Wer ist Hank? Hank, wer ist Hank? Tank the Frank, Frank the Tank. Kennst du diesen Menschen, der keinen Menschen kennt? Kennst du diesen Menschen, der keinen Menschen kennt? Kennst du den Menschen, der keinen Menschen kennt? Kennst du den Menschen, der keinen Menschen kennt? Kennst du diesen Menschen, den Menschen, der keinen Menschen kennt? Okay, was sing ich eigentlich? Alles klar. Jojo, sehr gut hast du das gemacht. Ein Feini bist du. Komm, 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 zieh weg! Ey, wie kann es sein, dass dieser Typ ein schnelleres Motorrad hat als mich? Als meins. Alter, der Typ hat ein richtig schnelles Motorrad. Er hat mich rausgeworfen, Ehrenloser. Chef, die andere Map hat da auch Rände. Ey, jetzt überholt mich hier Will. Wilhelm Wills. Oh ne, Jeff, pass auf, das ist die Coca-Cola-Dose. Die Monster-Dose. Es gibt aber auch Energy und Cola und mir fällt nichts weiter ein. Ja, keine bezahlte Werbung hier, generell keine Werbung. Werbung ist schlecht. Schlechte Werbung. Schlechte Werbung. Hey, ich bin Dritter. Jeff, welcher Platz bist du? Ich bin Dritter. Du bist hinter mir. Meine sind 6, guck mal, siehst du doch. Position. Oder so. Position dürfte oben bei mir stehen. Bei mir steht Position. Lol. War gerade leicht irritiert. Da weiß ich, wo du gerade bist. Du bist relativ nah an mir dran. Finish! Gewonnen, Jeff! Nein. Ey, Digga, das meldet sich aber auch erst, wenn da feststehen nur noch zwei Runden. Dann meldet sich das Ding da. Okay, jetzt hier. Ja, das ist meine Hauptpositioning. Auf Speed. Speed, da gehe ich immer ab. Ich bin auf dem Rand gefahren, GG's. Jetzt fahre ich auf dem Plakat. Oh ne, ich wollte auf den Plakaten fahren. mit Absicht wollte ich auf den Plakaten fahren. Ich kann gar nicht. Nein, du bist ja schon bei der Kurve. Das ist gar nicht mal so weit weg von mir. Hä? Warte mal, wie krass bist du hinter mir? Ich dachte, du wärst ein anderer. Du wirst mir gar nicht angezeigt auf der Karte. Bitte was? Ach, jetzt erst. Ja, dann dürftest du ja Fünfter sein. Und jetzt springst du. Ja, okay, dann weiß ich, wo du bist. Oh, und jetzt springst du, und jetzt springst du. Ja, ich springe gerade. Wegen ein ganz kleinen Mini-Hügel. Auf meiner Strecke könnte man das nicht sein, die ist so lang. Das ist so eine gerade Linien. Wing.
miss a bell of me, you want to miss me, and I hab gekürzt. Ich hab das Game geschanged. I have a game changer, oh man. Oh, Hindernisausweichung. Jeff, gleich kommt Hügel nach Hügel nach Hügel. Das ist unser Ziel. Okay. In 6 Jahren fast komplett Englisch können. Oh mein Gott. Wenn ich dann so gut Englisch kann wie du, dann reicht mir das schon. Ja, natürlich. Deine Hauptsprache und deine Muttersprache ist ja nur Englisch, ne? Das ist ja auch. Ich habe auch schlechte Noten in Deutsch. Hahaha. Deutsch ist das Fach, in dem ich am schlechtesten bin, weil ich mir diese. Ich wollte gerade Addition sagen, aber das ist Mathematik. Wie nennt sich das? Diese Nomen kann ich mir merken, aber Artikel und dieses andere Zeug, das kann ich mir nicht mehr. Ey, das habe ich jetzt umgeschaltet, wollte ich nicht. Also, dann haben die gesagt, hallo Idiote? Alles klar. Du bist ein Idiot. Manchmal. Und wann siehst du mich? Ja, manchmal. Verstehst du? Weil, wenn er den nur manchmal sieht und der ist manchmal ein Idiot, dann... Du bist ein Idiot? Ach, echt? Ja, alle 2 Tage. Wie oft siehst du mich denn? Alle 2 Tage. Oh. Wing bat, bell of me, you want to with me, and nobody are we. Oh, hier kommt noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel und hier nochmal ein Hügel. Fest überall, wo ist über die Strecke, ne? Da steht einer, Leute. Ich wollte gerade sagen, Leute, seht ihr das da links unten, aber. Ach, wir lassen jetzt an der Stelle auch mal wieder. Achso, der steht am Anfang, der Dude da. Macht Sinn. Nein, nein, ich fahre immer. Nein, der kommt noch lange nicht. Ich weiß, wo du bist. Der kommt noch lange, 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 lange nicht. Ich hab ihn jetzt hier. Mann, dann wird's auf rein. Eigentlich nicht, nee. Ja, eigentlich nicht heißt, wenn du darauf reingefallen wärst, dann wärst du für diese Sekunde ein Idiot, aber sonst wärst du kein Idiot. Also sonst bist du kein Idiot. Ist auch egal. Ich hab gerade gefühlt das Rennen gefahren, ohne dass ich hab vielleicht erst 5-mal meinen rechten Stick genutzt. Mm-hmm.
Ah ja, dann weiß ich, wo du bist. Ich war auch gerade bei den kleinen Hügeln. Ey, ich bin Dritter. War ich nicht schon die ganze Zeit Dritter? Ich bin verwirrt. Letzte Runde. Wir werden alle verkacken. Okay, ich werde mich jetzt richtig anstrengen, Alter. Let's go. Vollspeed, High Speed hier durch. Hier die Kurve gut nehmen. Jetzt hier Vollgas. Ich fahr gut. Ganz okay fahr ich. Noch ist der Timer nicht aufgebloppt oben. Ich will schaffen, innerhalb diesen Timer da reinzukommen ins Ziel. Oh ne, das schaffe ich nicht. Nein, die Monsterdose! Zieh durch, Junge, zieh durch. Weiß nicht, Leute, ist das schaffbar? Denkt ihr, das ist schaffbar? Ich war gerade bei der Monsterdose. Auch reingefahren. Komm, schneller. Ah, das schaffe ich nicht. Ja, aber ich war gut dabei. Ich war echt gut dabei. Ey, Jeff, ich bin Level 17 und du? Okay, Jojo, dann guck mal nochmal rein. Ich weiß nicht, er guckt das hier, glaube ich, gerade. Oh, guckst du das? Der hat was im Chat geschrieben? Nee. Hä? Thanks you for gaming. T. Ja, for coming ist ja das. Muss nur ein Nightshade schreiben, dann spielen wir Rocket League. Dann switchen wir um auf Rocket League. Jeff, der musste das aber auch weiterhin streamen, ne? Dann streamen wir, wie gut du in Rocket League bist. Also ich habe gestern Abend einen Apfel gegessen und ich stoß immer noch auf, als hätte ich einen Apfel gegessen. Da ist Shaytown wieder. Nein, ich habe gestern Abend einen Apfel gegessen und ich stoß jetzt immer noch manchmal von dem Apfel auf. Praktisch, ich stoß auf und dann riecht das nach Apfel. Wie geht das? Ich habe mir derzeit zweimal die Zähne geputzt. Wie geht das? Bitte was? Hä? Logik nicht vorhanden, Null.
Ja? Und mittlerweile haben wir nur einen Zuschauer und das bin ich. Und jetzt nicht mehr. Ich guck mal die Profile von den Leuten an, aber irgendwie steht da nicht so richtig Level 4. Der ist niemals Level 4. So, das kannst du keinen erzählen. Unge auf Madeira ist sein Freund. Wer kennt alles Unge? Der schreibt ein Unge in die Live-Chats. Ist abgehakt? Ach, da hast du den Bug. Jeff. Oh, der ist gemein. Der ist kacke, ja. Wie, hast du dich wieder befreit? Wie, hast du dich aus dem Bug wieder befreit, oder was? Wie hast du... So, man muss ein bisschen warten, dann geht das. Ich starte dann sofort das Spiel neu. Lul. Ich kenne die Strecke hier nicht. Es ist halt jetzt ein bisschen... Aber die ist cool, die Strecke. Oh, oh, hier ist die Kurve. Oh, oh. Kurve rüber. War nicht so leicht. Ich hab dir gerade an der Stelle gar nicht gesehen, wo es hier hingeht. An dir kommt so eine Kurve. Die Kurve bin ich clean gefahren. Ich glaube, es gibt noch niemanden, der diese Kurve so clean gefahren ist, gerade wie ich. Das war ja richtig clean. Das war der cleane Erik vom clean Günther. Petri ist ein cooler Flugsaurier. Petri. Arg. Oh mein Gott! Arg, Petri. Weil es gibt ein paar Maps, da spawnt man so ungünstig. Da spawnt man einfach so, dass. Wait a minute? Da spawnt man so, dass man. Dass man an dieser Schanze so hängen bleibt und dann die ganze Zeit gegen die Schanze sozusagen fährt und man braucht dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Sekunden, um sich daraus zu befreien. Das ist voll nervig. Das ist auch wie so ein Bug, würde ich es nennen. Das müssen sie auch beheben, meiner Meinung nach. Dass wenn du an dieser Schanze, wenn du das zum Beispiel überspringst, dann diese Schanze und die sagen Hindernisausweichung. Und dann kommt sowas, das ist kacke. Oh Jeff, bist du Vierter? Oh, das trägt hinter mir. Oh boy. Oh boy, man. No. Perfekt. Nein, Jeff, da bist du. Schnell, fahr. Motorrad, fahr. Fahr, Motorrad, fahr. Ja, ich fahr auch mal gegen Zoll. Oh, Jeff, Alter. Hier mit der Kurve habe ich echt Probleme. Du auch? Die Kurve, die du gerade gefahren bist. Ich bin hier direkt vor dir gerade. Ja, ich finde die Strecke, in der wir hier gerade sind, sowieso ein bisschen kacke. Jeff, danke, dass du mich wegrammst. Schon wieder nicht? Ich bin jetzt hinter dir. Jetzt bist du Dritter. Geil, das aussah. Das sah ja voll geil aus. Das sah so geil aus, Leute. Das hättet ihr sehen müssen. Tschüss. Finish. Nein. Aber da ist immer so eine Rampe, da steht. Ey, Jeff, das ist doch nicht dein Ernst. Dass mal so eine Rampe da steht, Finish. Hast mich gerade voll weggedrängt und bei dir ist einmal nichts passiert.
Okay, Jeff, du wolltest es so. Jetzt spiele ich auf Hardcore. Hardcore ist aktiviert. Ich spiele so nie. Ich spiele jetzt auf Hardcore. Kennst du diese Leute, die das immer so sagen? Okay, du wolltest es so. Jetzt spiele ich auf Hardcore. Jetzt bin ich richtig krass. Ja, und im Endeffekt spielen sie gar nicht krasser, die sagen es nur. Ich hasse diese Ich hasse diese Strecke auch. Alter, ich bin da gerade so ungünstig gespawnt. Über was? Echt? Boah, ich finde das da immer so verwirrend, wenn dann diese zwei oder drei Straßen kommen. Alter, Motorrad. Also, ich weiß ja nicht, was du hier machst, aber... Also, auf jeden Fall nicht richtig. Ja, mein Motorrad macht hier... Das hilft mir auch nicht, aber ich bin an der Wand gefahren. Mein Motorrad fährt nicht mehr los. Mein Motorrad fährt nicht mehr los. Steht einer einfach so rum? Warum steht ihr da einfach so rum? Ja. Naja, in der Mitte von der Kurve, dann kannst du die Kurve besser nehmen halt. Oh, ich wollte Streckenabkürzung machen. Aber, Alter, ich wollte gerade eine Kurve fahren und der hat einfach so sein Bein hochgehoben, mein Typi. Der hat einfach sein Bein hochgehoben. Der hat Yoga auf den Motorrad gemacht. Das war witzig. Nein, Jeff, die sind hinter mir, die überrollen mich fast. Ist dir gefallen? Adin! Jetzt bin ich hinter dir. Jeff, Stress. Oh, ich bin schon wieder an der Wand gefahren. Stress. Ich hab's gesehen. Jeff, ich bin hinter dir. Hey, wieso bin ich denn umgekippt? Hey, hier steht schon wieder einer rum. Warum steht der da denn immer? Da steht so ein Typ rum, du fährst wahrscheinlich durch den durch, weil du den wieder gar nicht siehst. Alter, ich hatte gerade so einen guten Lauf, ne, und da kommt diese Hügel und daran fail ich jetzt. Ich war so knapp hinter dir, obwohl du so einen krassen Vorsprung hattest. Da kommen diese blöden Hügel und den fail ich. Jeff, Achtung, der überrundet dich. Der hat mich auch gerade überrundet, der Typ hier. Und er hat dich überrundet. Mich auch. Oder ist das der, der den ganzen Tag rumstand? Das kann auch sein. Dann hat er uns gar nicht überrundet. Also, generell schon, aber er ist halt doch. Alter, Jeff, jetzt habe ich dich überholt. Oh. Ah!
Jeff, ich hab dich noch ganz zum Schluss, hab ich dich noch überholt, zum Glück. Wieso? Du weißt nicht, was